bei Govinda TV. Ab Sonntag möchten wir euch gerne jedes Wochenende informieren über unsere Projekte in Nepal. Seit 1998 gibt es die Govinda Entwicklungshilfe e.V. in Deutschland, seit 2003 die Shangri-La Entwicklungshilfe in der Schweiz. Am 25. April 2015 war dieses unglaublich verheerende Erdbeben in Nepal. Seitdem haben wir sehr viel in der Soforthilfe gemacht und ich möchte euch jetzt ganz gerne jemanden vorstellen, der schon in der ersten Woche nach diesem Beben vor Ort im Einsatz war und die Hilfskonvois koordiniert hat. Es ist Roman Zislewitsch, er ist Gründungsmitglied von der Govinda Entwicklungshilfe e.V. Namaste, mein Name ist Roman Zislewitsch, ich bin Vorstands- und Gründungsmitglied von Govinda Entwicklungshilfe e.V. Meine Aufgabe war seit dem 28. April diesen Jahres das Soforthilfeprogramm in Nepal zu koordinieren. Wir haben in einer wunderbaren Teamatmosphäre, in einer Atmosphäre von gegenseitiger Unterstützung, von gegenseitiger Hilfe 6069 Haushalten Materialien zur Verfügung stellen können. Unter anderem Zelte, Ernährung und Kochutensilien. Es war für mich eine der besten Arbeitserfahrungen in den 18 Jahren, in denen ich beim Verein arbeite. Und zwar lag es daran, dass alle zusammenhielten, dass jegliche Kasten, jegliche Ethnienunterschiede für 2 Wochen einfach verschwunden sind. Die Menschen haben zusammengearbeitet, haben zusammengehalten. Es war ein internationales Team. Wir haben mit Nepalesen, Indern, Polen, Deutschen und Schweizern zusammengearbeitet und haben diese große Menge an Hilfsgütern in 11 Distrikten verteilen können. Das Ganze erfolgte in Kooperation mit den lokalen Regierungsbehörden. Das sogenannte VDC, also Village Development Committee, wurde informiert. Wir haben Listen erstellt, wir haben vermieden, dass es Doppellieferungen gibt. Und haben dann, soweit es ging, mit anderen Organisationen kooperiert. Das Internationale Rote Kreuz stand uns als Standby-Option zur Verfügung. Kleinere NGO und größere NGOs haben uns Informationen zur Verfügung gestellt oder auch einen Bedarf gemeldet, wo Dörfer sind ohne Hilfslieferungen, sodass wir dann die Transporte und die Mitarbeiter entsprechend organisieren konnten. Parallel dazu haben wir einen Konvoi aus Indien organisiert mit 5 Lastwagen. Und haben die Möglichkeit dann gehabt, so an die Güter zu kommen, weil der nepalesische Markt eigentlich schon leer war. Man konnte einige Lebensmittel in Nepal noch kaufen, aber alles andere ist dann schwierig gewesen. Ja, ich möchte mich beim gesamten Team für die wunderbare, für die super Zusammenarbeit bedanken. Und es war eine einmalige Lebenserfahrung und ich hoffe, das war auch das letzte Erdbeben, was wir jetzt miterlebt haben. Nachdem das erste Hilfeprogramm abgeschlossen worden ist, haben wir ein Wiederaufbauprogramm geplant und arbeiten damit unsere Jugendorganisation zusammen und Näheres dazu wird unser Vorstandsvorsitzender Rokum Bescheid Ihnen erzählen. Ja, hallo liebe Freunde, mein Name ist Rokum Bescheid. Wir sind, nachdem wir hier die Krisenstäbe in Deutschland, Schweiz und dann aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern von der Stiftung USTI abgesichert haben, dann am 11. Mai nach Nepal geflogen, um überlappend zur Soforthilfe das Wiederaufbauteam aufzustellen. Ein Wiederaufbauprojekt, wo wir 4 Projektkoordinatoren haben, die wir einstellen konnten, die ganz professionelle Assessments gemacht haben in 2 Distrikten, und zwar dem Distrikt Makwanpur und dem Distrikt Lalitpur. Das heißt, wir fokussieren diesmal, nachdem wir in der Soforthilfe 11 Distrikte und 126 Gemeinden versorgen konnten, diese 2 Projektdistrikte, wo zum einen unsere Shangri-La-Projekte im Kathmandu-Gebiet direkt betroffen sind und dann aber die Distrikte der Jugendorganisation. Die Herausforderung war es jetzt, unter stetigen Nachbeben, das sind mehr als 1000 gewesen, da diese Assessments durchzuführen. Dann hat das Team mit den Projektkoordinatoren ganz viel Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft, mit dem Nationalen Erdbebeninstitut und auch mit internationalen Experten von der UN geleistet. Ein Projekt aufgebaut, das jetzt noch vor dem Monsun Nothilfezentren liefert in diesen 2 Distrikten, wo die Versorgung von Menschen gesichert wird in der Monsunzeit, da Nepal traurigerweise von den Nachbeben direkt in eine 3-monatige Monsunzeit übergehen wird. Da wir jetzt schon sehen bei Regenfällen, dass es zu Erdrutschen kommt, dass schon ganze Dörfer verschüttet werden und es einfach wichtig ist, den Menschen einen direkten Anlaufpunkt zu bieten.
in diesen Projektdistrikten, sie zu versorgen, ihnen zu helfen, neue Notunterkünfte in der Monsunzeit aufzubauen, sie zu schulen in Bezug auf Hygiene, wo Epidemien drohen, und gleichzeitig aber auch den Aufbau von mehr als 100 neuen Häusern vorzubereiten, die Gruppenbildung vorzunehmen, die Haustechnologie letztendlich festzulegen, sodass wir dann ab September im Wiederaufbau sein können. Es gibt noch ein ganz großes Highlight, über das wir trotz der Dramatik, die das Erdbeben mit sich bringt, berichten möchten, und das ist unsere Jugendorganisation, Shangri-La Development Association. Das sind die ehemaligen Bewohner des Waisenhauses, sozusagen die erste Generation unserer Kinder, die wir seit den Kinderschuhen betreut haben, die eine eigene Organisation im Dezember aufgebaut haben, in der Soforthilfe Herausragendes geleistet haben, und die haben jetzt ihr Feldprogramm in Mackernburg gestartet, haben da wahnsinnig viele Aktivitäten, die man zusammenfassen kann in einem Landwirtschaftsbereich, wo also kollektives Farming betrieben wird, wo ganz viel Ausbildung betrieben wird, wo Landwirte eine professionelle Grundausbildung kriegen. Wir haben mehr als 500 Kinder, die dann, wenn das Programm vorläuft, ein Mittagessen kriegen, Schulmaterialien kriegen und deren Lehrer auch fortgebildet werden, wo auch Lehrmittel in die Schulen kommen. Und wir haben zusätzlich einen Gesundheitsbereich, wo eine mobile Feldklinik drin ist, wo Neugeborene Unterstützung kriegen, warme Kleidung kriegen, Mütter geschult werden, Familienprogramme laufen. Das Zentrum von diesem tollen Projekt, das die Jugendlichen da umsetzen werden, ist ein sogenanntes Bildungshaus, wo wir auch Erwachsenenbildung vornehmen werden, wo aber ein Gesundheits- und Landwirtschafts- und ein Bildungsraum sein wird. Und in Bezug auf das Erdbeben nimmt unsere Jugendorganisation natürlich die Herausforderung an, dass gerade mal das UN-Funding für 1% der Kinder ohne Schuldach über dem Kopf reicht, und baut 2 Schulen auf sowie 2 temporäre Lernsysteme, damit wir da das Land maximal unterstützen können. Es ist ein großer nachhaltiger Kreislauf, der sich mit diesem Projekt schließt. Und man sagen kann, mehr ist eigentlich kaum möglich, als mit den eigenen Kindern jetzt die Veränderung des Landes in die Hand zu nehmen. An dieser Stelle werden wir euch ab nächsten Sonntag die Aktionen vorstellen, die momentan in Deutschland und in der Schweiz laufen. Wir haben Aktionskreise in diesen Ländern und die unterstützen Govinda, somit auch die Menschen in Nepal. Und die möchten wir euch vorstellen.